Jawohl. Was war das denn? Komm, fahr weg. Schieben wir jetzt langsam das Gewicht? Möchte ich jetzt sehen. Wir bauen uns hier jetzt langsam einen Weg, auf den Gleisen dabei nicht. Die gedrückt wird einfach. Ja. Jetzt kommt die. Ah, okay, rutscht einfach zurück. Müsste ich sie hinten dranhängen, dann hätten wir noch ein Loch. Also, ey. Ich würde lieber in den anderen Zug einsteigen, in die andere Lok einsteigen, die zurückfahren. Klar. Jetzt so. Ah, da. Ah, okay, steht auf dem anderen Gleis, hoffe ich mal. Ich hoffe, wir werden nicht auf dieses Gleis geschickt. Mit unseren 102 Waggons, oder wie viel das hier auch immer sind, wieder mal. Das sieht gut aus. Ich lasse gleich einfach noch eine Locke um die Ecke steht. Das Ende ist erst hier irgendwo, wo noch nicht. Das ist noch mal Nummer. Oh, der ist voll beladen hier. Ja, mal schauen wieder, ob der länger ist als unsere. Wobei wir sind jetzt eine Innenkurve, das heißt wir sind ein Stückchen länger sowieso, weil wir einen engeren Radius genommen haben. Also außer er hat noch mehr Wagen. Ein bisschen Gas können wir schon geben. So, und dann können wir hier jetzt mal zum Ende springen. Ja, okay, der Zug ist kürzer. Wird ja noch nicht mehr da. Ah, da vorne kommt erstmal die andere Lok. Jetzt hoffentlich immer noch mit ein bisschen Abstand da steht. Uns ist jetzt alles abgeschliffen. Ach, hallo Gangster Mangster. Und wie geht's? Musste gerade eine andere Lok wegschieben, weil die einfach im Weg stand. Auch nicht bewegt hat. Eigentlich nicht meine Vorgehensweise, aber nun ja. Ah, okay. Ja, auch gut.
Ja, und Donnerstag dann Konvoi. Oh, Geschwindigkeitsüberschreitung. Fast. 40 Punkte schon. Ja. Geht um den Spaß, nicht um Punkte hier. Ist nicht vordergründig um die Punkte. Zumindest mir nicht. Kann man mich gut verstehen oder soll ich den Zug ein bisschen leiser stellen? Ich meine, hier ging das nicht mehr, ne. Ich kann das halt über... Meinst du, hast mit YouTube gestartet? Okay. Meinst du, dass ich die Streams exportiere, oder wie? Also das mit den Streams mache ich jetzt seit kurz vor den Osterferien. Achso. Ja, und davor habe ich halt ab und an mal ein Projekt gemacht. Ein Video rausgebracht und einen Sieg dahinter. Jetzt muss ich hier ein bisschen mehr beschleunigen. Oh, wie? Wer fährt bitte schön so eine Straße hoch? Oder wer hat die gebaut? Das ist ordentlich steil da. Ich finde ein Fahrrad da hoch und puh. Fahrrad fahren muss. Ja, zumindest ist sie doch gut getankt. Also ich habe hier über um die 100 Güterwaggons hinten dran. Letztes Mal habe ich 102 gezählt, wie viele es jetzt sind, habe ich nicht gezählt. Das könnte besser in der Aufgabe stehen. Dass man selber durchzählen muss, wenn man es wissen will. Es wird laut. Danke. Auf Twitter wird das auch andauernd gepostet, wenn ich irgendein Video veröffentliche von den Streams, die vergangen sind. Oh. Kann ich doch schneller. Hauptgleis 1 Süd. Schon wieder zu schnell hier. Ah, weil
ich jetzt einfach. Ich werde auch scheinbar nicht rum. Oh Gott. Ich brauche ewig für euch das zum Bau. Ich würde eher denken, dass man so Bahn bauen könnte und dann gemeinsam einen Park aufbaut mit der Zeit. Oh, ja, zu spät. Ganze 6 Minuten. Oder so. Ich weiß nur nicht, ob das geht. Vielleicht, dass man so eine Ecke im Planet Coaster bebaut. Dass man zum Beispiel den Park teilt in der Hälfte und dann baut jeder eine Hälfte. So wie er es gut findet. Und dann könnte man das in einen Park nachher zusammensetzen. Ist halt nur die Frage, ob das klappt. Ich weiß nicht, ob man so eine Hälfte komplett speichern kann. Das was geht. Also richtig Multiplayer geht leider nicht. Aber man kann auf jeden Fall Bahnen halt in Steam Workshop exportieren. Und ja, einen ganzen Park kannst du exportieren. Den gemeinsamen Park bauen geht ja auch nicht wirklich. Ich frage mich nur, ob es vielleicht geht, dass man halt die Hälfte so durchteilt. Wenn einer baut die eine Hälfte, der andere und dann zusammensetzt. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich hab's noch nicht ausprobiert, ob ich einen halben Park exportieren kann. Attraktionen einzeln, ja, und Scenery drumherum oder einzelne Plätze. Geht, glaube ich, auch, oder Gebäude, aber sonst. Naja, okay. So. Aber packst du nicht gleichzeitig und baust, oder? Oder baust du, hast du jetzt in den letzten Streams irgendwann mal gebaut? War nur so für dich. Hier ein bisschen beschleunigen. Hm. Oh. Zwingt ja auch niemanden ein, irgendwas zu streamen. Okay, nee, kenne ich nicht. Es gibt aber so viel auf YouTube. Das ist unglaublich, was da welche auch gebaut haben. Ich kenne so eine Bahn, die heißt. Auf jeden Fall geht es da so um Feuer und Wasser. Die hat eine Superbahn. Boah, da hat jemand eine Superbahn gebaut und das hat halt jemand in seinem Video dann vorgestellt, die Bahn von ihm. Das ist auch krass. Okay. Meist eher selber oder bin oft beschäftigt momentan, ganze Streams zu exportieren. Naja. Okay. Kannst ja gerne mal einen Link posten. Hm. Also immer noch ein bisschen spät. Ich kann nicht schneller als 25. Habe ich hier nicht. Weil wenn mir so viel für die Pünktlichkeit abgezogen wird, kann ich auch schneller. Aber mit Gleisen hat das auch keinen Sinn. Ich fahre lieber ordentlich. Ne, du kannst ruhig hier einen Chat schreiben, kein Problem. Könnte man ja vielleicht auch auf YouTube mal dann vorbeischauen. Wenn man gerade sich hier den Stream nachher anguckt, die Aufzeichnung davon. Ich habe auch nichts gegen Werbung. Also wenn du hier sagen würdest,
Hey, ich spiele gleich San Andreas. Ach, GTA 5 oder so, hätte ich da nicht viel gegen. Solange das nicht die Überhand hinnimmt in dem Stream, dass nur noch Werbung gemacht wird. Ab und an mal jemand sagt, hey, ich habe hier ein Event oder sonst wie. Nee, das ist egal. Okay. Ja, halt die Standard-Einzelteile. Okay, hui. Ah, was? Ich frag mich, wie viel Zeit da drin steckt. Ich würde schätzen, zwei. Echt? Ich würde dafür, glaube ich, 100 Stunden brauchen. Oder so. Ich weiß immer noch nicht, ob ich an diesen W-Tafeln gucken muss. Ich würde ja schätzen, ja, dass man hier Bahnübergang gewarnt ist. Hier sind auch keine Schranken, kein Licht, kein nix. Ich halt noch frage, ist, wenn ich jetzt die Inhalte von denen verwende. Na klar, wenn ich direkt zeige hier, das von dem und dem, ist das ja wahrscheinlich okay, aber muss ich dann die Videobeschreibung nachher noch alle verlinken? Wäre ein bisschen umständlich. Aber wenn man das live im Stream zeigt, vielleicht reicht das ja aus. Ja, hier mal in dem Modus den Zug anschauen. Ja, war im letzten Mal schon gezeigt, wie lange das dauert, bis der durch ist. Wobei ich da noch langsamer gefahren bin als jetzt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ach. 19. Yay. Jetzt sehr weit. Okay, wir können auch so stehen da. Willst du mitzählen? Okay. Ich zähl jetzt nicht mit. Der Verspätung kommt halt auch am Anfang zusammen, wenn man da diese Lok vorsichtig aus dem Weg schieben muss. Das Ende ist immer noch nicht in Sicht. Na, ich gehe mal wieder nach vorne links. Natürlich mal schauen. Ja, ich
schlecht, wenn man diese Flycam quasi ein bisschen beschleunigen könnte. Jetzt so von der Seite guck. Ist da ein Ende? Yay, da ist ein Ende. Na gut, dann gehen wir wieder nach vorne. Da, wo es gerade bergauf geht. Das Ganze haben wir auch mal aus der Perspektive angeschaut, aber das ist ja auch nicht den ganzen Zug. Weiter rauskohlen kann ich nicht. Hoch. Warum bremsen? Was ist denn gerade hier runtergegangen? Ich habe auf W gedrückt. Oder bin ich aus Versehen auf D? Wahrscheinlich. Zuletzt. Jetzt hier so zur Seite und hoch. Okay, da muss ich doch eigentlich den Zug ganz gut sehen können. Dann ist immer noch kein Ende. Das war ja eh locker hier immer noch. Ah, da hinten ist das Ende. Also so lang ist dieser Zug. Von dort bis da vorne halt. Zu den beiden Loks. Nicht schlecht. So kann man das ganz gut sehen. Ja, ich wünsche dir dann auch einen Flug dann. Man muss ja los.
Ah doch, das stimmt schon mit dem Hub. Wie, wie Whistle. In den blauen Sinne. Yeah. Sind interessante Inhalte drin, dieses Set. Ich glaube, ich soll mal wieder Gas geben. Sieht so ein bisschen ähnlich aus wie an der Brücke davor. Tatsächlich schön, dass hier so viel Wald ist. Jetzt hier schön mit einer leisen E-Lok lang. Eine schöne Oberleitung. Fritlock, wenn nicht schlecht. Ist ein bisschen ruhiger als zwischendurch vielleicht. Zumindest für den Lokführer.
Beschleunigung ist hier nicht drin. Bei 100% nicht. Nur Geschwindigkeit halten, beziehungsweise jetzt werden wir auch langsamer. Noch später ankommen. Jetzt könnte man sich echt zurücklehnen oder irgendwas anderes kurz machen. Dann, wenn es der als Lokführer nicht mehr. So an sich könnte man jetzt mal eben kurz aufstehen und sich irgendwas zu trinken holen oder so und weiterschauen. Oh, ein Signal. Aber wir werden geradeaus weiterfahren, so wie ich das sehe. Ja. Ja, links wäre auch schlecht. Wir haben lange kein Signal mehr gesehen. Das ist recht eine Weiche. Ah, das ist. Steinhaufen da oben. Sieht so aus. Also solche Strecken. Aber bei solchen Strecken ist der Train Simulator, glaube ich,
mit eins der einzigen Spiele, wo man mal eben so aufstehen kann, ohne zu verpassen. Zumindest stehen ein bisschen spielen kann. Und wie war das jetzt? Lang, lang, kurz, lang. Ja, bergab hier. Ein bisschen Qualm kommt da raus. Steht ein Zug. Wartet auf uns. Ah, Vorkauf, Gleis 2. Nicht, dass die Weiche richtig steht. Super. War jetzt nicht zu schnell. Ah ne, noch nicht. Ja, gleich mal schauen, ob der weiterfährt, wenn wir vorbei sind. Mit 2% reichen schon, damit wir ein bisschen langsamer werden. Ups. Ah, jetzt nicht mehr.
hast sogar noch eine Lok hinten dran. Oder zwei. Aber ist auch schwer. Die beladen sind. Achso, wir sind schon vorbei. Ah, fährt er jetzt? Stehen bleiben. Jupp, er fährt. Wieder zurück. Oh, gleich 15. Und bremse ich halt zu lange. Das scheint auch schon das Ziel zu sein. Oh nee, noch nicht. Steht zumindest schon mal Bailey mein, ja. Schneller.
kriege einen Tunnel. Zwar ein kurzer, aber ein Tunnel. Das ist jetzt eine coole Mine. So, wo hier steht. So. Gut gemacht, Fahrer. Legen Sie eine Kaffeepause ein. Die Kollegen werden die Weiterfahrt von hier aus übernehmen. Gut. So, das wär's dann gewesen. War zwischendurch ein bisschen zu schnell gewesen. Und dann kam halt die Unpünktlichkeit durch einen stehenden Zug vor mir beim Losfahren zustande noch. Die Unpünktlichkeit. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Hallo, Azad. Und dann bis zum nächsten Mal. Ich denke, heute werde ich auf jeden Fall nochmal streamen. Und noch
Also es lohnt sich vielleicht auch mal auf meinem YouTube-Kanal heute zu schauen, ob da irgendwas kommt. Als Ankündigung für den Konvoi zum Beispiel. Ich denke, da werde ich noch irgendwas machen. Generell für diesen Spezialstream, dass da vielleicht noch ein paar mehr Leute mitbekommen. Danke für deinen Follow, Lutzkettenschutz 1980. Herzlich willkommen hier. Wie geht's dir? So. Ich werde jetzt dann Schluss machen und dann bis später. Wahrscheinlich. Spätestens am Donnerstag. Aber ich denke mal, sonst Mittwoch auf jeden Fall auch. Aber heute sollte eigentlich auch noch drin sein. Bis bald. Und viel Spaß jetzt noch beim Autos. Vielleicht streamt ja noch irgendwer. Uiuiui, was geht hier ab? Lustig. Ich auch. Haben das andere, ich gesagt habe, ja, ich mich auch. Ja, ich hoffe, ihr. Also, Donnerstag, Multiplayer-Konvoi. Auch hier von diesem TS. Auf diesem TS. Falls ihr dabei sein wollt, einfach vorbeischauen. Oder um 20 Uhr in Paris stehen an. Bei. FLE. Und dann geht's eine Runde nach Düsseldorf. Zu erschaffen. Bis dann. Guten Abend. Auf YouTube. Viel Spaß beim nächsten Video, falls ihr noch was schaut. Und ansonsten danke fürs Zuschauen.